Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bausimulator. Ja, wir sind hier weiterhin dabei, den Waldweg hier zu befestigen, glaube ich. So was war's. Für den Museumsdings da. Letzte Folge haben wir den Erdhaufen alles fort und haben die Gesteinsbrocken oben runter. Und jetzt müssen wir, falscher Knopf, die Erde hier verdichten, damit wir dann Splittern zu holen können, glaube ich. Sowas war der Plan. Deswegen würde ich sagen, ich roll jetzt hier los. Und dann verdichte mal das Moschee hier. Also bis letzte Prozent ist noch fehlt. Komm schon. Was da jetzt noch drüber? Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Komm schon. Gib mir den letzten Prozent. Oh, ich muss die späte Strecke wieder zurückfahren. 1%. Oh. Komm schon, Spiel. Verarsch mich nicht. Oh Mann. Die Walze ja auch so schnell fährt. Komm schon. Da müssen dann letzte Prozent jetzt kommen. Hey, den Viertelchen doch jetzt. Ach komm. Egal. Haben wir geschafft. Fahren wir die Walze zur Seite. Jetzt müssen wir Kies liefern und verteilen. Da müssen wir das, glaube ich, noch mal verdichten. Ich wollte gerade sagen abdichten. Nee, das ist was anderes. Kies liefern und einbauen. So, Kieswerk. Machen es aber diesmal so. Ich hole die Porte mich hin. Hol Kies und fahre dann aber die Strecke mal wieder zurück. Weil dabei kann man ja Ware verdienen unterwegs. Wieso hält denn der direkt an, sobald ich drück? Mann. Was Kies brauchen wir, gell? Ja. Gut, dann bitte einmal voll machen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, deswegen voll. So, gleichmäßig verteilen bitte. Dankeschön. Baumaschine ist voll. Ja, das ist richtig. Gut, jetzt bräuchte ich aber bitte das Navi. Nee, nicht Schnellreise, ich will. Ach, geh. Also vier Geräte sind da. Okay. Ja gut, das ist ja gerade ein Katzensprung. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Kann ich hier eigentlich? Hier gibt's, also hier gibt es wahrscheinlich Beton hier rechts. Hier links gibt es Asphalt. Ja, genau. So, jetzt müssen wir aber langsam fahren. Umkippen kann ich eigentlich nicht, aber Ladung verdienen. Das wurde Marionette. Oder? Nein. Okay. Da haben wir schon ein bisschen was verloren. Ja. Aber geht noch, geht noch. Ändert eigentlich die Kamera. Ne, das war V, C, X, B. Nein, B war es nicht auf jeden Fall. Gibt es da irgendeine Taste zum Kamera wechseln? Oder muss ich alles über das scheiß Menü machen hier? Alter. Das nennt man Simulator, wo man komisches Kontextmenü hat. Meine Güte. Na egal. Das schüttelte Harpe auch auf den Kopf. Oh Gott, nein, nein, nicht rot, nicht rot, nein! Muss ich eine Taste geben, so Quara wechseln, Alter. Oder war die 7 grün auf einmal? Oder war die Stamm vorbeigestellt, da bin ich ganz knapp. Dass es nicht gezählt hat. Ah, ja, ja, ja. Aber hier hinter müssen wir auf jeden Fall. Sieht schon mal gut aus mit der Absperrung. Dass wir dahin müssen. Das ist nur die Frage, wie viel Ladung wir brauchen wieder. Ich glaube, mit einer wird das nicht gegessen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Stopp. Bada. Gut, machen wir die Klappe mal ein bisschen hoch. Komm. Mach die Klappe auf. Jetzt fahren wir mal. So. Schön verteilen. Da kommt die letzten Reste dann noch raus. Gut, und leer. So, das Wein ist 14%. Uff. Kann man jetzt ausrechnen, wie viel Ladung man braucht?
Da ich so richtig gut im Rechnen bin, mache ich das jetzt nicht. Ja gut, 15, 30, 45, 50. Oh, hey, Jabba. Stopp, hier muss ich hin. Ah! Da. Der LKW ist immer noch ein Schriftmeister, muss man schon sagen. Wenn es nass wäre, alles okay, aber so allgemein. Eigentlich nicht übrigens. So. Vollgas voraus. Oder nicht? Nee, wir fahren zu. Wir lassen uns fahren. Gut. Nächste Ladung. Wir machen da hinten weiter, wo wir aufgehört haben. Stopp, 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 stopp. Jetzt machen wir die Klappe wieder hoch und fahren. Karawane zieht weiter. Was, was? Ja, okay. Ich müsste mal theoretisch dann bei 30% haben. Ja, ganz knapp. 29. Ist auch in Ordnung. Hol mal die nächste Ladung. Was sind diese eigentlich hier? Alles ein Dutzend oder? Ah! Oder nicht? Ja, hab's da nicht gedrückt. Halt. Ja, hab ich vergessen. Gut. Oh, wieder zum Waldweg. So, wenn wir das abgegeben haben, müssten wir dann 45% haben. Oh. Ups. So, grob geschätzt. Oh, das war ein großer Haufen auf einmal. Egal. Jetzt haben wir nur 41. Naja. Nein, die arbeiten schon wieder. Klar, ich habe hier nur einen kleinen LKW und so. Aber trotzdem dauert das extrem. Weißt du, früher war das einfach so. Man konnte im Endeffekt nur die Aufträge machen, die man als Maschinenhand hatte. Ich konnte jetzt kein riesen Hotel bauen, wenn ich nur einen kleinen Bagger habe. Hier kann ich halt alle möglichen Aufträge annehmen jederzeit. Und muss die ganze Scheiße da bieten. Und das ist halt... Ja... Verstehst zum Teil, warum man das so macht. Und heutzutage kann man halt Maschinen mieten, aber ich würde das halt nur dann nutzen, mit LS genauso, wenn man Maschinen hat, braucht oder so. Also, ich tue mit LS auch sehr, sehr selten Maschinen mieten. Auch wenn ich mir denke, komm, ich miete die Maschine jetzt, weil ich Bock auf die Maschine habe. Aber nicht, weil ich es unbedingt brauche. Weißt du? Das ist so eine Sache hier. Also, ich muss die Maschinen ja mieten. Im Endeffekt ist es ein Spiel. Ich bin einfach, im Endeffekt bin ich ein Hans Fuzzi, der in der Wohnung irgendwo wohnt. Hat eine Firma. So, ich hab eine Firma. Ohne Maschinen, ohne irgendwas. Kommt die Stadt zu mir, komm, bau mal eine Brücke. Alles klar, mach ich. Maschinen mieten. Ab geht die Post, dann gebe ich die Maschinen alle wieder zurück. Hab ein bisschen Geld auf dem Konto und dann geht's weiter. Und mit, hä? Man kauft doch Maschinen. Man möchte sich doch vergrößern und erweitern. Und nicht einfach nur mieten, 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 mieten. Weißt du, also, gefühlt in einem der ersten Aufträge sollte ich kleinen Baukran mieten. Oder konnte ich halt den gleich wieder hinstellen und so. Also, hä? Hä? Oder Mobilkran brauchte ich jetzt bei der Lärmschutzwand damals. Das, also, ja, das Spiel macht schon Spaß, weil man halt die großen Maschinen fahren kann und alles und so. Aber es ist halt... bei weitem nicht super, geschweige denn perfekt. Also, bin ich ganz ehrlich. Habe ich aber, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Trotzdem macht es an sich Spaß zum Teil. Und ja, ich würde so gucken, dass ich, wie gesagt, in der Woche so ein bis zwei Bossenladevideos bringe in den nächsten Wochen vielleicht. Je nach Lust und Laune. Wie die Videos ankommen bei euch, das ist klar. Das ist ein wichtiger Faktor. Und, ja. Gehen au. Mal nach 50 Fuhren hier, Alter. Das ist wie mit dem Kompaktlader letzte Folge. Wenn ich mit dem weiter geschafft hätte, wäre ich heute noch beschäftigt. Und zwar von den Wochentagen her gesehen bei euch, nicht bei mir. Also,
Man versteht hoffentlich, was ich meine. Egal. Aber wenn ich die Strecke jetzt auch noch fahren würde, statt mich zu transportieren. Alter. Dann hätte ich es gerade mal zu früh durch vielleicht. Also dann bräuchte ich auf jeden Fall den ganzen Tag, bis ich mal irgendwas hier geliefert habe. Jetzt haben wir 80%. Also nochmal eine Ladung mit 15% holen. Dann brauchen wir noch eine Ladung. Also zwei Führungen brauchen wir auf jeden Fall. Ganz einfach gesagt. Gut, also mal tun jetzt noch den restlichen Kies abliefern. Tun den Kram noch verdichten und dann. Ja. Gucken wir mal weiter dann. Ist denn überhaupt noch was zu tun? Ich glaube nicht. Dann ist der Auftrag durch. Boah. Aber muss ich noch sagen, für diese wunderschönen Abladekünste kann man mal ein Like da lassen, oder? Ja. Oder wenn es gefallen hat, auch am besten. Sage mal so, dann Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt, weiterhin. Vielleicht guckt auch gerne mal im LS vorbei. Bei der Platinum Expansion. Das war gerade ein schöner Hopser vom LKW, okay. Ja, so ist gut. Ja, ich kann wahrscheinlich eine volle Ladung werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, trotzdem nehme ich eine mit. Perfekt. Gut. Wunderbar. Geben wir mal die restlichen Dinge noch da ab. Oder hinten. Bremsen der sofort ab, fahr doch. So, jetzt haben wir alles. Gebt meinen Rest noch ab. Aber. Dann fahren wir hier von der Baustelle runter. Stopp. Gut, dann ab in die Walze. Und verditschen, würde ich sagen. Und dann müsste das auch schon gewesen sein. Glaube ich. Nach doch so langer Zeit. Ei. Gut, Licht da mal an. Machen wir das Verdichten noch an. Und dann würde ich sagen, walze mal los hier. Attacke. Gut, dann haben wir das jetzt auch fertig, endlich. Die Maschine bringen wir, warte mal. Nein, nicht zum Dorf. Nein, das war das falsche Firmengelände. Da, Stadt, Firmengelände, Stadt. Mann. So. Alle Lichter wieder aus. Dankeschön. Dann umsteigen in den Pritschenwagen mit Kran. Und zum Firmengelände in der Stadt. Alle Lichter aus. Ey. So. Kompaktlader, oder wie das Ding heißt. Auch zum Firmengelände. Der hat, glaube ich, eher nicht aus, aber trotzdem. Und die Planierraube, glaube ich, noch dort richtig. Genau, aber die mit der fahren wir jetzt gerade mal davor. Zum Harpe. Mit dem zum Museumsdirektor. Ups. Und dann gehen wir mit der dann auch heim. Aber mal so ein kleines Fazit dieser kleinen Aufnahme hier. Würde ich sagen, nach 2 Monaten jetzt. Spiel ist in Ordnung. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht mit dem Lenkrad zu spielen. Weil dafür ist die Steuerung einfach nicht gemacht. Klar, kommt es auf die Geräte drauf an, die man nutzt. Wie ich jetzt halt das Logitech-Lenkrad und die LS-Seitenkonsole, die. Also die von Logitech, die Seitenkonsole, die kleine. Da. Von dem Farm-Equipment-Ding. Und ich nutze ja noch die Seitenkonsole L von LS-Seitenkonsolen. Vielleicht ist die Kombination so ein bisschen Ding, aber. Normales, ein richtiger Simulator sollte dafür einfach eine gescheite Tastenbelegung liegen.
Ich vergleiche es ja immer wieder mit dem LS. Klar, der LS ist jetzt Goliath theoretisch und das ist David hier. Na gut, okay, der würde David gewinnen, gell? Scheiß drauf. Ja, es ist ein kleiner Vergleich jetzt. Der LS ist einfach ein Mammut, der schon seit Jahren sich der sein Standbein hat. Was weiß ich, der halt diese Eingebürgert hat. Das ist der größte Simulator, den man habe, würde ich behaupten. Und der beste. Und damit zu vergleichen, ist halt immer so eine Sache, aber der LS ist einfach ein Paradebeispiel, wie man es machen sollte. Was vor allem die Steuerung betrifft. Und da macht der Bausimulator halt ganz, 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 ganz schlechtes Bild. Also, muss man schon sagen. Und ansonsten, die Fahrphysik ist ja voll in Ordnung eigentlich. Und wie gesagt, das Maschinenmieten muss ich mir angewöhnen, einfach, egal welchen Auftrag, Maschine mieten, mieten, mieten. Es macht eigentlich keinen Sinn, hier irgendwelche Maschinen zu kaufen, bin ich ehrlich. Außer die allergrößten Maschinen. Größten Maschinen, wenn es die größer es gibt und man das Geld hat, kaufen. Sonst alles mögliche mieten. Die kleinen Kompaktladerkram, das macht überhaupt keinen Sinn, die Dinger zu mieten, zu kaufen. Weil du eh einen Auftrag später wieder dann eine größere Maschine brauchst oder was weiß ich. Das. Kauf, mietet einfach große Maschinen, dann ist super. So, Herr Museumsdirektor, was haben Sie noch dazu beizutragen? Es ist offensichtlich, dass du kein blutiger Anfänger mehr bist. Nee. Der befestigte Weg scheint solide genug, um mit schwerem Gerät sicher durch den Wald zu fahren. Hoffen wir es doch. Das Forstamt wird den Weg künftig nutzen, um den Baumbestand besser pflegen zu können. Das ist doch schön. Wenn die ersten Untersuchungen der Fundstücke abgeschlossen sind, wird mein Team vor Ort sein und die Ruinen noch gründlicher erforschen. Ich bin gespannt, was wir oben an der Klosterruine noch alles finden werden. Oh. Das werden wir vielleicht dann wohl in den nächsten Folgen irgendwann mal sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen wunderschönen befestigten Waldweg. Auch wenn ich hier nur einen Wald sehe und keinen Weg. Also da unten ist kleine Wegschindel. Aber ist eine schöne Summe, muss man schon sagen. Also Grafik kann man auch echt nichts sagen hier an sich. Außer die Maschinen. Manche Reifen, was für Ballondinger und so. Naja. Aber gut, dann würde ich sagen, lasst ihr ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abo da lassen, um nichts zu verpassen. LS und hier. Und dann sehen wir mal, wann die nächste Folge wieder kommt. Also, bis dann. Tschüss.